Das erfolgreichste deutschsprachige Musical Elisabeth gastiert im Sommer im Linzer Musiktheater. So viel ist fix. Weniger fix war bis zuletzt, wer den jungen Kronprinz Rudolf spielen wird. Das war die große Chance für einige junge oberösterreichische Sänger. Schauplatz Landestheater an der Promenade. Im Malersaal des Hauses, wo sonst geprobt wird, steht an diesem Nachmittag ein Casting am Programm. Über 20 Burschen und Mädchen aus ganz Oberösterreich haben sich für die Rolle des Kronprinz Rudolf beworben. 13 davon wurden zum Vorsingen eingeladen. Abgesehen vom gesanglichen und schauspielerischen Talent waren eine zarte Statur, eine Größe bis 1,40 Meter und vorzugsweise blonde bis hellbraune Haare gefragt. Es wird nicht verlangt, dass das Kind eine Ausbildung hat zum Sänger oder im Chor unbedingt singt. Es soll relativ natürlich singen. Ja, es soll sehr kindhaft sein, das soll es auch beim Singen rüberbringen können. Und ja, als zweites ist natürlich ein bisschen das Spielen. Ja, wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen der Rolle Tod und dem kleinen Rudolf? Ein möglicher Kronprinz ist Leonhard. Der junge Perger hat bereits Bühnenluft geschnuppert. Ich war einmal schon mal im Vorheim, habe ich mal die Hauptrolle vom kleinen Prinz gespielt. Leonhard singt, seit er sprechen kann, schwärmt seine Mutter. Mit 4 Jahren hat er den ersten großen Auftritt gehabt bei der Oma, ihren 60er. Mit Lederhose hat er ein Händchen gesungen, Mama. Und seither ist er immer ein Sänger. Julian ist mit seinen Großeltern hier. Mit seiner Musiklehrerin hat er sich auf heute vorbereitet. Viel lesen tut er, ja. Und Theater gespielt hat er schon in Hammerling Gymnasium und ja, Singer. In der ersten Runde galt es das Lied Mama, wo bist du vorzusingen. Erst in der Gruppe, dann ohne Kamera einzeln. Sechs Buben haben es in die zweite Runde geschafft. Für Julian hat es leider nicht gereicht, aber er nimmt's gelassen. Ich würde heimgehen und schauen, falls es nochmal irgend sowas gibt, dann probiere ich es einfach nochmal. Nun entschied das schauspielerische Talent über Sieg und Niederlage. Leonhard gab alles. Mama, wo bist du? Doch leider hat es dieses Mal nicht geklappt. Das sind sie, die 4 Kronprinzen, Lorenz, Lukas, Florian und Laurin, die dann doch besser waren als alle anderen. Ja. Die 4 werden sich die 40 Vorstellungen von 7. Juli bis 9. August im Musical Elisabeth teilen.